Würden Sie Waffen liefern an die Ukraine, Herr Lukassen? Keiner von uns, weder Sie, noch ich, können sagen, ob Waffenlieferungen zu einem Sieg führen, zu einem Frieden führen oder ob sie nicht mit totalen Eskalationen führen. Sind Sie nicht? Bin ich nicht mit einverstanden. Ja? Würden wir keine Waffen liefern, wäre die Ukraine schon längst zerfallen. Und das ist was anderes. Das ist was anderes, aber wenn die Formulierung, keiner kann sagen, dass das am Ende wirklich zu einem Sieg oder zu dem gewünschten Ergebnis zumindest führt, das können wir verbindlich nicht sagen. Doch, man kann aber umgekehrt argumentieren, wenn die Ukraine keine Waffen erhielte oder erhalten hätte, wäre sie längst zerfallen. Nee, das ist richtig. Und wir müssen mehr tun. Das ist ja der Punkt. Die Zurückhaltung der Bundesregierung hat ja nicht dazu geführt, dass Russland sich zurückgenommen hat, sondern zwischen Juli und Dezember, wo wir keine Panzer geliefert haben, sind über 30.000 sind Menschen in Kellern umgebracht worden, sind zivile Ziele zerstört worden, kaum militärische. Da sind Kinder entführt worden, Zehntausende. Das verleugnen Sie damit. Und wir müssen diese Waffen liefern, damit die Ukraine in der Lage ist, ihre Grenzen wiederherzustellen. Die Unterstellung, das zu verleugnen, die sollten Sie bitte zurücknehmen. Ich das plündere ist nicht auch der, nicht. Das müssen nicht Sie auch Fall. Zurücknehmen. Also hier wird nicht geplündert. Die Bundeswehr wird dadurch geplündert, eindeutig. Nein, wird nicht geplündert. Sicherlich wird die Bundeswehr dadurch geplündert. Das ist falsche Sprache. Nochmal die Frage, Herr Lukassen, wie würden Sie es machen? Also sozusagen prinzipiell immer dagegen zu sein, ist ja noch kein Programm. Das ist auch nicht Politik gestalten. Wie würden Sie es machen? Wie würden Sie zum Beispiel mit der Tatsache, dass Russland die Ukraine überfallen, wie würden Sie damit umgehen? Würden Sie Waffen liefern? Würden Sie keine Waffen liefern? Würden Sie sagen, lass die da mal machen und dann steht Putin im Zweifel morgen wirklich vor Moldau oder vor der Grenze Polens? Wie würden Sie es machen? Also wenn diese Bedrohung durch die russische Föderation als solche gesehen wird, dann muss natürlich auch müssen verantwortliche Staaten auch dafür sorgen, dass sie ihre Verteidigungsfähigkeit erhalten. Dazu gehört das Deutschland. Was heißt das? Verteidigungsfähigkeit gehört auf jeden Fall eine Streitkraft, die zur Verteidigung befähigt ist. Aber dazu gehört natürlich auch eine wehrtechnische Industrie, die in der Lage ist, die Streitkräfte entsprechend zu verstärken. Nicht die Antwort auf die Frage. Waffenlieferungen an die Ukraine, ja oder nein? Es ist ja eine ganz einfache Sache. Also für mich kommen Waffenlieferungen nicht in Frage. Sie würden keine Waffen an die Ukraine liefern? Sie müssen aber auch bitte zur Kenntnis nehmen, dass auch in unserer Fraktion genau dieses Thema sehr kontrovers diskutiert wurde. Bei der Abstimmung im Deutschen Bundestag es ja auch Kollegen gegeben hat, meiner Fraktion, die für Waffenlieferungen gestimmt haben. Ich frage ja Sie, Sie sitzen heute hier, Herr Lukas. Ja, ich würde gerne von Ihnen einmal verstehen, auch als Sie jemandem, der einen militärischen Hintergrund hat, wie würden Sie es machen? Sie würden keine Waffen in die Ukraine liefern? Ich würde keine Waffen in die Ukraine liefern. Warum nicht? Weil die Russische Föderation, weil Putin das Potenzial hat zu eskalieren. Er hat das Potenzial, sowohl vertikal zu eskalieren als Nuklearmacht. Ja. Und um das nicht zu provozieren, würde ich keine Waffenlieferung liefern, sondern früher die Möglichkeit ergreifen, Verhandlungen zu initiieren, um zu sagen, es geht nicht so weiter. War ja nicht möglich. Es hat Verhandlungen gegeben. Es ist über Getreideabkommen, über Gefangenenaustausch und so weiter verhandelt. Ja, es hat aber gezeigt, dass man miteinander reden kann, wenn man das will. Ich denke, Sie, aber ich auf jeden Fall erlebe nicht, dass überhaupt irgendwo der Startschuss gegeben wird, um überhaupt zu verhandeln, um überhaupt den Einstieg zum Ausstieg zu finden. Was ist mit der chinesischen Initiative zum Beispiel? Wozu hat das geführt? Zu nichts. Sie meinen die des chinesischen Präsidenten mit dem russischen Präsidenten? Ja. Wie ernsthaft die war, kann ich jetzt nicht beurteilen. Sie hat zumindest noch offensichtlich zu keinem Ergebnis geführt, das stimmt. Es gab ja Angebote zum Verhandeln. Selenskyj hat sehr deutlich, bevor die Kriegsverbrechen in Butscha und Irpin waren, angeboten, auf die Krim zu verzichten, internationalen Status für 15 Jahre, die besetzten Gebiete von 2014 Russland zu überlassen, auf die NATO-Mitgliedschaft zu verzichten. Und die russische Antwort waren Butscha, Irpin, Mariupol. Das heißt also, all die Anstrengungen, die die Ukraine selbst unternommen hat, hat Russland vom Tisch gewischt. Alle Gespräche, die danach von Amerika mit Russland geführt wurden, hießen nach dem Motto, wir haben schon 20%, ihr seid schwach, wir kriegen das ganze Land. Und auf diese Fakten müssen Sie sich auch beziehen. Es gibt nicht immer nur eine gute Lösung, es gibt manchmal nur eine schlechte und eine noch schlechtere Lösung. Und das ist in diesem Fall für mich der Fall. Nur eins geht auf keinen Fall, dass
ein Staat wie die Bundesrepublik Deutschland und eine Regierung, der ich immer noch ein wenig Verantwortungsbewusstsein unterstelle, die Verteidigungsfähigkeit des eigenen Landes so vernachlässigt, wie es noch mehr als es vorher in der CDU-geführten Regierung der Fall war. Denn wir müssen an unsere eigenen Interessen denken. Herr Lukas, das ist eine Verantwortung. Sie lenken ab. Sie waren im Dezember in Kiew, ne? Mhm. Was haben Sie dort bei diesen Gesprächen erfahren? Ja, ich habe die Möglichkeit gehabt, 2 Tage lang Gespräche auf Ministerebene zu führen und konnte für mich schon sehr, sehr deutlich feststellen, dass es den Ukrainern ernst ist, dass sie um ihren Land kämpfen wollen, dass also auch die Regierungsmitglieder, die Minister kämpfen wollen und dass eine Aufgabe eines Teils ihres Landes, zumindest des Territorialbereiches, wenn man mal die Krim ausnehmen würde, also des Landterritoriums, eine teilweise Aufgabe für sie nicht in Frage kommt. Und was löst das in Ihnen aus? Das löst bei mir aus, dass alle Möglichkeiten unternommen werden müssen, mit Putin zu verhandeln, um auch die Grenzen aufzuzeigen und auch die Möglichkeiten, die dann in Betracht kommen könnten, wenn dieser Krieg sich ausweitet. Das heißt, dass also auch die NATO involviert werden würde. Ein Szenario, das ich mir nur schwer vorstellen kann. Genauso wenig wie Sie höchstwahrscheinlich auch und ich mir vorstellen kann, dass mit immer mehr Waffenlieferungen Putin aus der Ukraine rausgeschmissen wird. Und das ist das Dilemma. Okay. Wenn im Februar keine Waffen geliefert worden wären, hätten Sie die Ukraine im Dezember nicht mehr besucht. Das ist Ihnen klar. Das ist denkbar, ja. Und das wäre egal, oder? Nein, das ist nicht egal. Aber wie ich schon eben sagte, es gibt eine noch schlechtere Lösung und eine Abwägung. Und wenn ich abzuwägen habe, dann sind für mich die Interessen meines eigenen Landes die im Vordergrund stehen. Unsere Interessen sind aber auch, dass solche Regelbrüche, wie sie von Russland vorgenommen wurden, gegenüber einem souveränen Land wie der Ukraine und womöglich Taiwan bevorstehen, dass solche Regelbrüche zu verhindern, auch in unserem Interesse ist. Und eine Ausweitung des Krieges auch. Wir müssen begreifen, dass wir Kriegsziel sind. Und um nicht Kriegspartei zu werden, was wir werden, wenn in Moldau europäische Staatsbürger betroffen sind, also, nämlich Rumänen, dann sind wir Kriegsziel. Also wir sind, wenn wir begreifen müssen, eindeutig, dass wir Kriegsziel sind, dann frage ich Sie, warum Sie in Kauf nehmen, dass die Verteidigungsfähigkeit Deutschlands immer mehr minimiert wird. Das ist doch ein Widerspruch. Das ist doch völlig falsch, was Sie sagen. Das ist ein Widerspruch. Erstens gibt es das 100-Milliarden-Vermögen. Zweitens gibt es einen sehr klaren Punkt, dass jetzt durch den Austausch eines Ministers, ich verteidige die Regierung nicht, dass nun endlich begriffen wird, dass diese Regierung von dem 100-Milliarden-Sondervermögen nichts ausgegeben hat bis Jahresende, dass das meiste der Inflation anheimgefallen ist und dass es ein Planungsverbot gab von Juli bis Dezember bis Januar für die deutsche Industrie. Und der entscheidende Punkt ist, dass wir Vertrauen als Bundesrepublik Deutschland nicht nur in Polen oder im Baltikum verloren haben, sondern in der Ukraine, weil wir nicht unterstützt haben. Und der Beweis ist ja, was Sie vorwerfen, Plündern der Bundeswehr, dass diese Bundesregierung verhindert hat, dass diese Planungen stattfinden, weil weder die Industrie noch die Bundeswehr vorbereitete Kampfpanzer hatte. Ja, weil das machen Planungsverbot Sie jetzt gab. Wirklich ein bisschen sehr und das, einfach. Das ist überhaupt nicht einfach. Lassen Sie mir noch den Satz zu Ende bringen. Ja. Entscheidend ist, dass die deutsche Industrie bereits Ende Februar gesagt hat, sie hätten 88 Leo 1, 200 Leo 2, die sie innerhalb eines Jahres verfügbar machen könnten. Geschehen ist nichts. Es gab Bitten von Polen und von Spanien, tatsächlich Kampfpanzer zu liefern. Das hat Deutschland abgelehnt in der Aussage, wir machen nichts unabgestimmt. Aber im Grunde genommen war das eine Ablehnung. Und also dazu kam, dass die Amerikaner vorgeführt wurden. Das ist eine reine Ablenkung, dass Sie jetzt absolut auf die jetzige Bundesregierung eingehen, die ich wirklich nicht in Schutz nehmen möchte. Dazu habe ich gar keine Veranlassung. Aber es täuscht darüber hinweg, dass eben es Sie waren als Regierung, CDU-geführte Regierung, die die Bundeswehr in den Zustand gebracht haben, in dem wir sie bedauerlicherweise jetzt vorfinden. Dafür haben nicht die Soldaten die Schuld. Okay, ich will trotzdem noch mal was verstehen. Wladimir Putin ist für Sie was? Ein Kriegsverbrecher? Ich sag mal, dass es jetzt vor den Internationalen Strafgerichtshof gebracht wird, dem Übrigen weder Russland noch die USA noch China angehören,
ist sicherlich eine Möglichkeit, hier irgendwann mal ein Ergebnis zu bekommen. Mal die Frage, aber ist der Mann für Sie nicht ein Kriegsverbrecher? Ich gehöre nicht zu den Politikern, die nur, weil jetzt die Anklage erhoben worden ist, auch gleichzeitig sagen, das Urteil sei schon gefällt. Das Urteil warten wir mal ab. Okay. Eins möchte ich vielleicht auch noch sagen dürfen. Begeht Russland keine Kriegsverbrechen? Auch noch sagen dürfen, es war unsere Fraktion, unsere Partei, die wenige Tage nach Kriegsausbruch in einem Positionspapier eindeutig erklärt hat, dass es sich um einen völkerrechtswidrigen Angriffskrieg der Russischen Föderation handelt. Und für so etwas, für Augenblick, Herr Kiesewetter, und für so etwas sind deutsche Wehrmachtsgenerale anderthalb Jahre nach Kriegsende, also nach dem Zweiten Weltkrieg, aufgehängt worden. Ist doch schon eine Antwort genug. Und das andere ist das dann, was der Internationale Strafgerichtshof entscheiden will. Steffen Cottré, sagt Ihnen was? Ja, selbstverständlich. Kollege aus dem Bundestag? Ja. Guter Kollege, guter Mann? Also, wie in jeder Fraktion haben sich die Kollegen ja nicht ausgesucht, sondern sie sind zusammengekommen. Sie hätten sich den nicht ausgesucht. Ich sag mal, mit seiner Vorstellung, mit der er jetzt mit dieser Situation in der Ukraine umgeht, stimme ich mit ihm nicht überein. Und ich stimme auch nicht mit ihm. Wie finden Sie diese seltsamen Auftritte im russischen Propagandafernsehen? Ja, dafür habe ich kein Verständnis. Ich habe das ja auch mal bei einem anderen Kollegen sehr, sehr deutlich auch gesagt. Eugen Schmidt. Wir sind in einer Situation, es ist ein Krieg, ein völkerrechtswidriger Angriffskrieg. Und wir als Partei, als AfD, als AfD-Fraktion müssen auch zur Kenntnis nehmen, dass in der deutschen Bevölkerung dieses Bewusstsein, dass es sich hier um einen Angriffskrieg handelt, klar implementiert ist, nicht nur bei mir, auch bei der Bevölkerung. Das können wir nicht mit Füßen treten. Wir können mal kurz reinhören, Steffen Cottré im russischen Propaganda-TV. Als Olaf Scholz das erste Mal die Praxis der großen Kanzler änderte und beschloss, deutsche Panzer für die Teilnahme am Kampf gegen die russische Armee zu liefern, löste das in Russland eine ziemlich eindeutige Reaktion aus. Außerdem hat Baerbock gesagt, wir befinden uns im Krieg mit Russland. Gehe ich recht in der Annahme, dass Deutschland mit Russland in den Krieg eingetreten ist und die Beziehung zwischen unseren Ländern jetzt nicht anders als ein direkter militärischer Konflikt bezeichnet werden kann? Also, dass jetzt schwere Angriffswaffen geliefert werden, das wollen die Menschen in Deutschland zum großen Teil nicht. Allerdings muss man dazu sagen, dass mehrere Journalisten alles dafür tun, dass die deutsche Bevölkerung gegen Russland in Stellung gebracht wird. Also es sind immer noch nicht alle, die sehen, dass Waffenlieferungen nur kontraproduktiv sind. Und ich bin auch fassungslos, dass jetzt deutsche Waffen wieder dazu geeignet sind, Russen zu töten. Das ist für mich, vor allen Dingen für uns Deutsche, nach den Erfahrungen des Zweiten Weltkrieges, ein Ding, was nicht geht. Der Krieg in der Ukraine ist nicht unser Krieg. Warum macht er das? Ja, das kann ich Ihnen leider nicht sagen. Auf jeden Fall. Sie sitzen auch mit ihm in der Fraktion. Reden Sie über sowas? Wir haben in der Fraktion darüber gesprochen. Eine Fraktionsmehrheit, auch die der Fraktionsführung, hat sich dafür ausgesprochen, dass jeder dort reden kann, wo er es für richtig hält. Dieser Auffassung bin ich eindeutig nicht. Ich halte es für verkehrt, in dieser Situation des Krieges solche Aussagen im russischen Fernsehen, egal ob es nun Privatsender ist oder nicht, es ist öffentlich. Also das in der ist der russische Chefpropagandist. Naja, es ist öffentlich, es ist Öffentlichkeit, so wie Sie auch Öffentlichkeit herstellen. Den haben wir ja schon öfter gezeigt. Ja. Hartes russisches Propagandafernsehen. Ja, es ist wird von mir nicht akzeptiert. Aber wie reden Sie dann darüber? Ich meine, kein Wort über die Ukraine. Ich bin fassungslos darüber, dass Russen getötet werden von deutschen Panzern.
Vergisst dazu zu erwähnen, auf ukrainischem Boden, ja, in einem Land, das diese Russen überfallen haben. Naja, wenn ich mich jetzt für ihn erklären sollte, dann kann ich Ihnen sagen, das kann ich nicht machen, weil, ja, okay, weil ich das einfach nicht nachvollziehen kann und weil es auch nicht meiner Auffassung entspricht, so vorzugehen. Wie gespalten ist denn Ihre Partei? Sie ist überhaupt nicht gespalten, sondern sie ist pluralistisch. Und ich bin sehr stolz darauf, Herr Kiesewetter, dass wir nicht nur in unserer Partei, sondern auch in der Fraktion verschiedene Meinungen zulassen. Stolz auf die Beschönigung von Kriegsverbrechen? Eine so bösartige Unterstellung hätte ich Ihnen gar nicht zugetraut. Aber Kotré macht das. Aber Sie haben es eben zu mir gesagt. Und Schmidt macht das auch. Sie sollten da etwas zurückhalten. Das ist nicht Pluralismus. Ja? Wir kommen beide aus einer gleichen Ausbildung und Erziehung. Die sollte uns das eigentlich verbieten, so etwas. Ich bin in der Tradition vom 20. Juli 1944 und der Freiheitskriege. Das verbietet es eben nicht. Mir zu unterstellen, ist nicht fair und ist auch Es ist nicht Pluralismus, Herr Lukasen, es ist nicht Pluralismus, kein Angriff an Sie. Es ist nicht Pluralismus, einer Partei Kriegsverbrechen zu beschönigen oder dass ein Eugen Schmidt öffentlich sagt, in Deutschland gibt es keine Freiheit. Wir hören mal kurz rein, auch der zu Gast im russischen Propagandafernsehen. Wir hören mal kurz rein. Spricht übrigens exzellent Russisch. Die Deutschen sind einfach noch in einem Schockzustand. Viele haben noch nicht begriffen, was auf sie zukommt. Die Ersparnisse, die die Deutschen haben, und die Deutschen haben bekanntlich große Sparkonten, werden sich in geraumer Zeit in nichts auflösen. Aber die Regierung profitiert von dieser Lage. Das heißt, wenn die Einkommen oder Ersparnisse der Menschen verpuffen, ist das für die Regierung vorteilhaft. Die Regierung tut so, als ob sie die Inflation bekämpfen würde. Aber in Wirklichkeit ist die Inflation für die Regierung von Vorteil. Und im Moment sehe ich keine ernsthaften Maßnahmen zur Bekämpfung der Inflation. Und deshalb kommt auf die Bevölkerung ein weiterer wirtschaftlicher Schock zu. Und ich bin sicher, dass die Proteste, die in Deutschland stattfinden, noch an Fahrt aufnehmen werden. Ich habe mich ja Propaganda. Ich habe mich ja an anderer Stelle dazu schon mal geäußert und gesagt, wenn eine solche das Verurteilen der deutschen Regierung, das Regierungshandeln als Oppositionspartei in Deutschland, in Berlin vorgenommen wird, ist das normal. Das ist auch eine Aufgabe der Opposition, wenn sie hier auf Inflation hinweist. Wenn man das natürlich in diesem Kriegszustand in Russland macht, wenn Sie sagen, auch bei einem Propagandasender, für mich ist allein öffentlich in Russland macht, dann trifft der Satz zu, den ich einmal getroffen habe. Man könnte auch zu der Auffassung gelangen, dass es so etwas wie Volksverrat ist. Volksverrat? Ja, natürlich. Das, was den Zusammenhalt in Deutschland, in unserer Republik ermöglicht, jetzt preiszugeben bei jemandem, den wir auch als AfD eines völkerrechtswidrigen Angriffskrieges anklagen, das ist auf jeden Fall richtig. Das ist interessant, gibt noch einen anderen Satz von dem Mann, übrigens 75 in Kasachstan geboren, Russlanddeutscher. Deswegen auch dieses exzellente Russisch. Und da kommt dieser Satz: Es gibt keine Demokratie in Deutschland. Andere politische Meinungen werden mit allen möglichen Mitteln unterdrückt. Genau. Sagt er in einem Radiosender. Mit dem Mann sitzen Sie in einer Fraktion. Ja, das wissen Sie, dass ich mit ihm in einer Fraktion sitze. Aber wie halten Sie das aus? Ich halte eine Menge aus. Sie sagen, es ist Landesverrat, haben Sie an anderer Stelle mal gesagt. Die Schwelle zum Landesverrat ist auch dünn, haben Sie gesagt. Das war genau auf die Rede, die Sie jetzt zum Schluss erwähnt haben. Ja. So, es gibt keine Demokratie in Deutschland. Ich meine, muss man sich mal auf der Zunge zergehen lassen. Ja. Da sitzt ein Typ im Deutschen Bundestag, der sagt, es gibt keine Demokratie in Deutschland. Der ist demokratisch gewählt. Genau. Der lebt vom Geld deutscher Steuerzahler und sagt, es gibt keine Demokratie in Deutschland. Das ist doch eine Schande. Ja, ich habe Ihnen ja gerade gesagt, was ich dazu gesagt habe. Aber wäre dann Ihre, wenn Sie einer von den Aufrechten sind, Herr Lukasen, wäre dann nicht an dem Punkt der Moment gekommen, wo man sagen müsste, weißt du was, dann ist das nicht mehr mein Laden. Nee,
So weit gehe ich nicht. Das entspricht nicht meinem Selbstverständnis, sondern ich habe erklären dafür. Erklären Sie es mir, warum? Ja, ich habe dafür zu kämpfen, dass, und ich übernehme jetzt mal Ihren Begriff, dass der Laden funktioniert. Das Sie ist sagen, mein Selbstverständnis. An der Schwelle zum Landesverrat, eben ja. Haben Sie Volksverrat gesagt? Ja, ich hatte. Aber der passt trotzdem zu Ihrer Partei. Ich habe Ihnen ja gesagt, dass ich dann, und das entspricht meinem Selbstverständnis, in der Partei dafür sorge, dass so etwas nicht mehr vorkommt. Wenn ich damit nicht durchkomme, auch eine Partei was ist, dann ist intern pluralistisch, ist für mich nicht das Ergebnis, ich verlasse die Partei, sondern ich kämpfe weiter, dass diejenigen, und das kann ich Ihnen garantieren, immer noch die Mehrheit darstellen, die nicht für solche Äußerungen sind, wie Sie sie gerade von Herrn Schmidt hier zitieren. Eindeutig die Mehrheit. Wie reden Sie mit ihm darüber? Seitdem gar nicht mehr. Wer redet noch mit ihm? Das weiß ich nicht. Ich hoffe, dass es die Fraktions- und Parteiführung tut. Die ist dafür auch zuständig. Was würde denn in der CDU passieren, Herr Kiesewetter, wenn einer so reden würde? Immer noch mal dieser Satz. Es gibt keine Demokratie in Deutschland. Andere politische Meinungen werden mit allen möglichen Mitteln unterdrückt. So jemand wäre gar nicht in der CDU. Der sitzt im Bundestag, demokratisch gewählt. Was ist der Beleg selber, der lebende Beleg dafür, dass es Demokratie in Deutschland gibt? Weil wir selbst so einen ertragen. Sie nennen das ja selbst Pluralismus. Der Punkt ist, hat Ihre Fraktion die Kraft, solche Menschen, Sie haben eine Reihe von fraktionslosen Abgeordneten generiert in den letzten Jahren, so einen Menschen aus der Fraktion zu bringen? Das ist die Frage. Ich kenne ihn im Auswärtigen Ausschuss. Seine Statements dort sind nicht viel anders, wenn entsprechende Fragen erfolgen. Ich will nur deutlich sagen, sowas ist nicht tolerabel. Sie haben sich distanziert, das ehrt Sie. Aber der Punkt ist, dass das Bild Deutschlands von solchen Menschen in Russland geprägt wird. Und das halte ich schon für sehr bedenklich. Haben Sie die Kraft, solche Menschen aus der Fraktion zu bringen? Oder ist ja selbst so weit zu sagen, das ist nicht mehr meine Fraktion? Es ist natürlich höchst bedauerlich, wenn allein durch solche Kollegen das Bild Deutschlands in Russland geprägt wird. Ich könnte mir wünschen, dass auch eine andere Oppositionspartei wie die CDU vielleicht etwas dafür tut, ein positives Deutschlandbild in der Russischen Föderation zu prägen. Naja, Sie sagten ja eben, dass ich war Russlandberichterstatter meiner Fraktion bis zum Krieg.